Vor rund 100 geladenen Gästen wurde der Landkreis Heidenheim am 25. Januar im neuen Format präsentiert. In rund einjähriger Arbeit hat die Landkreisverwaltung gemeinsam mit dem Neomedia Verlag ein ganz persönliches Porträt des Kreises geschaffen. Ein Buch, in dem 44 Autoren zu Wort kommen und 41 Betriebe und Unternehmen vorgestellt werden. Zu der Buchpräsentation war auch ein Großteil der Autoren und Unternehmensvertreter gekommen, die an dem Werk mitgewirkt haben. Ziel des Landkreises sei es gewesen, gemeinsam mit allen Beteiligten ein ganz persönliches und in dieser Form neuartiges Kreisporträt zu schaffen, das die Besonderheiten von Land und Leuten widerspiegelt, so Landrat Thomas Reinhardt während des Empfangs im Lokschuppen in Heidenheim. Ein Ziel, das nur dank der Mithilfe aller im Buch vertretenen Personen und Unternehmen erreicht worden sei. Denn in dem 172 Seiten starken Werk Landkreis Heidenheim ganz persönlich geht es um die Eindrücke von Menschen, die hier leben oder lebten, um ganz individuelle Erinnerungen und Anekdoten, um einen mit jedem Beitrag ganz neuen, spezifischen Blick auf diesen Landkreis. Persönlichkeiten aus der Politik, der Wirtschaft, dem sozialen Bereich, Vertreter der Kirchen, der Medien, des Gesundheitsbereichs, Künstler und Kulturschaffende, Historiker, Sportler und viele andere mehr zeigen somit aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln die Vielfalt des Kreises auf. Hinzu kommt die Vorstellung von zahlreichen Unternehmen und Institutionen, die deutlich machen, wofür die Betriebe am Wirtschaftsstandort Landkreis Heidenheim stehen: Heimatverbundenheit und beeindruckende Innovationsstärke. Gestaltet ist das Landkreisporträt mit zahlreichen starken und emotionalen Bildern, die nicht nur die Landschaft, die Städte und Gemeinden mit ihren Sehenswürdigkeiten im Kreis, sondern auch die Bereiche Wirtschaft, Kultur, Brauchtum, Sport und soziales Leben in den Blick rücken. Der erste Autor, der für dieses Projekt gewonnen werden konnte, war Dr. Michael Rogowski, der bei der Buchpräsentation seine Begeisterung für den Landkreis Heidenheim deutlich zum Ausdruck brachte. Auch im Buch selbst berichtet Dr. Rogowski von ganz persönlichen Erfahrungen, ebenso wie von seinen individuellen Eindrücken vom Kreis Heidenheim, in dem er auch als ehemals Auswärtiger längst Wurzeln geschlagen hat. Ebenfalls in zweifacher Funktion kam der Gitarrist und Musikproduzent Sigi Schwarz zu dem Empfang. Als Autor von Heidenheim aus Rocking All Over the World, der aufgrund seines großen Erfolges mehr als einmal den Anlass gehabt hätte, seine Heimat zu verlassen, ihr aber die Treue hält. Und als musikalischer Mitgestalter des Abends, der gemeinsam mit Sänger Andrew Carswell die rund 100 geladenen Gäste begeisterte. Weitere Infos zum Buch sowie eine Leseprobe gibt es im Internet unter www.landkreisporträt-heidenheim.de.